Wir sind heute in Ottenbach bei einem Kunden von uns, wo wir vor 2 Jahren seinen Garten umbauen durften. Es ist ein rein Einfamilienhaus, also eine relativ kleine Fläche, und trotzdem haben wir da, glaube ich, ein sehr schönes Resultat für ihn und seine Familie angebracht. Der Kunde hat schon eine relativ gute Vorstellung gehabt, wie er sich das wünscht, und hat da schon Skizzen vorbereitet gehabt. Und anhand von deren sind wir zusammengekocht und haben geschaut, dass wir die wichtigen Sachen, die für ihn relevant sind, dann können umsetzen. Das sind vor allem 2 Kriterien gewesen. Einerseits hat er ein bisschen Rasen auf dieser Fläche für seine Kinder, dass sie austoben können. Und auf der anderen Seite haben wir mit dem schönen Tursteinmäuerli einen Raum geschaffen, wo er mit seiner Familie zusammenhocken kann, Zeit verbringen und um die Feuerschalen herum den Abend schön ausklingen lassen. Man kann eigentlich jeden Garten umgestalten, egal wo er ist. Es gibt immer Möglichkeiten, und da ist die Firma Spross sicher ein guter Ansprechpartner, wenn wir viel Erfahrung haben und mit Herzblut dabei sind. Wie würdest du sagen, so die Zusammenarbeit gewesen? Was sind so die Highlights gewesen, oder das, was euch am meisten irgendwie erstaunt hat? Ich weiß sicher, wie da der Bagger übers Haus hineingekieft worden ist. Für die Bauarbeiten, wo er den alten Baum reissen musste. Und das ist auch immer wieder schön gewesen, am Abend, wenn du vom Arbeiten heimgekommen bist und du wieder gesehen hast, wie ein Fortschritt von sich gegangen ist. Zum Beispiel bei dieser Mauer hast du jedes Mal gesehen, dass wieder mehr Steine drauf sind. Und sie haben ja die immer zuerst grob zugeschnitten und nachher mit dem Bieli bearbeitet, dass es alles genau ineinander passt. Und da sind wir sehr glücklich, dass wir da 2 so Fachleute bekommen haben, die das wirklich im Griff haben, die da siehst, dass die das nicht zum ersten Mal machen. Ja, also kann man sagen, wunschlos glücklich. Ja, auf jeden Fall. Gut, freut mich.